Was ging da eigentlich ab? Unglaublich, der niederländische Song Contest-Kandidat Joost Klein wurde völlig überraschend nur wenige Stunden vor Beginn nach einem berichteten Übergriff auf eine TV-Mitarbeiterin vom Song Contest ausgeschlossen. Was steckt dahinter? War das rechtens? Wir schauen uns das mal genauer an. Hallo und herzlich willkommen bei Just Profi, wo wir uns die Dinge rechtlich immer ganz genau anschauen, wir die Dinge rechtlich beleuchten. Grund für den kurzfristigen Ausschluss der Niederlande waren anscheinend Polizeiermittlungen im Zusammenhang mit einem Zwischenfall nach dem Halbfinalauftritt am Donnerstagabend. Die EBU meinte aber, dass an dem Vorfall jedenfalls keine andere Delegation beteiligt gewesen sei. Also es gab auch angeblich keinen Zusammenhang mit Israels Teilnahme. Aber was ist dann passiert? Joost wurde scheinbar nach seinem Auftritt entgegen klarer Absprache gefilmt. Das hat ihm anscheinend nicht gefallen und er hat das auch zum Ausdruck gebracht, angeblich. Angeblich hatte er bedrohliche Bewegungen in Richtung der Kamera gemacht. Die mutmaßliche Tat soll am Donnerstagabend eben stattgefunden haben und wurde am Freitag angezeigt. Wir haben Zeugen befragt und weitere Ermittlungsmaßnahmen ergriffen, heißt es von der Polizei. Der holländische EBU-Partnersender Avrotros war jedenfalls nicht happy über den Ausschluss. Joost soll die Kamerafrau nicht einmal berührt haben. Für Avrotros ist die Disqualifikation jedenfalls hart und unverhältnismäßig. Nun, für alles gibt es Regeln. Und deshalb war für mich interessant, wie entscheidet sich das überhaupt? Wie krass muss ein Verhalten sein, dass man so kurzfristig von der Teilnahme des Eurovision Song Contest Finale ausgeschlossen wird? Mit anderen Worten, durfte die EBU die Niederlande einfach so ausschließen? Deshalb habe ich begonnen zu recherchieren und habe Folgendes herausgefunden. Zu jedem Song Contest gibt es sogenannte Rules. Rules of the Eurovision Song Contest. Und jetzt wird es spannend. Bevor wir aber weitermachen, würde ich euch bitten, dass ihr JustProfi mal 12 Punkte hinterlässt, und zwar in Form eines Abos und eines Likes. Damit helft ihr uns einfach enorm weiter. Vielen Dank dafür und vergesst nicht, am Ende eure geschätzte Meinung auch in die Kommentare zu schreiben. Merci. Also, die Rules des ESC, des Eurovision Song Contest. Das ist nichts anderes als die Spielregeln für den Song Contest. Ein detailliertes Regelwerk, an das sich alle teilnehmenden Rundfunkanstalten und Teilnehmer am jährlichen Eurovision Song Contest halten müssen. Es wird jährlich vor jeder Ausgabe des internationalen Gesangswettbewerbs erstellt. Diese Regeln werden von den Organisatoren des Wettbewerbs der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, ausgearbeitet und von der Referenzgruppe des Wettbewerbs genehmigt. Diese Regeln legen in der Regel fest, welche Lieder für die Teilnahme in Frage kommen, das Format des Wettbewerbs, das Abstimmungsmodell zur Auswahl des Gewinners und die Art und Weise, wie die Ergebnisse dieser Abstimmung dem Fernsehpublikum präsentiert werden. Dazu gehören auch die Gesamtwerte des Wettbewerbs sowie die Vertriebs- und Übertragungsrechte über Fernsehen, Radio, Streamingdienste und so weiter. Und diese wurden seit 1956 immer wieder geändert und erweitert. Und in manchen Versionen steht auch konkreter drinnen, wie sich Teilnehmer zu verhalten haben, also die einzelnen Sängerinnen und Sänger. Für den ESC 2024 habe ich online aber nur eine Version ohne den Vorgaben für die Sängerinnen und Sänger gefunden, was nicht heißt, dass es keine gibt für diese, denn diese können ja in den einzelnen Verträgen mit den Sängerinnen drinnen stehen. Und das heißt also nicht, dass die nicht gelten. Aber dann bin ich auf die Rules aus dem Jahr 2017 gestoßen. Damals war der ESC in der Ukraine und dort habe ich in Punkt 1.2.2 der Regeln Performances and Artists in Litera H wie Heinrich folgende Regelung gefunden, die das Ganze vielleicht näher erleuchten könnte. Die Links findet ihr übrigens in der Beschreibung. Diese lauten wie folgt und ich übersetze das mal frei ins Deutsche. Die Texte und oder Aufführungen der Lieder dürfen die Shows, den ESC oder die EBU nicht in Verruf bringen. Keine Texte, Reden oder Gesten politischer oder ähnlicher Natur sind während des ESC erlaubt.
Es darf also keine unangemessene Sprache in den Texten oder bei den Aufführungen der Lieder verwendet werden. Keine Botschaften, die eine Organisation, politische Sache, andere Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen bewerben, sind in den Shows auf den offiziellen ESC-Geländen, das heißt am Veranstaltungsort während der Eröffnungszeremonie, im Eurovision-Dorf, im Pressezentrum und so weiter erlaubt. Ein Verstoß gegen diese Regeln kann zur Disqualifikation führen. Man könnte jetzt sagen, dass das Verhalten nach dem Singen, also nach dem Auftritt, auch noch zur Aufführung zählt. Und wenn man der Kamerafrau irgendwie droht oder bedrohliche Gesten zeigt, dass das auch als in Verruf bringende Show gewertet werden kann. Es könnten sich aber auch viele Kleinigkeiten ansammeln, die in ihrer Gesamtheit ein Problem darstellen. Also eine rechtliche Basis für eine Disqualifikation wäre meiner Meinung nach jedenfalls argumentierbar. Ich weiß aber auch nicht wirklich, was passiert ist, weil ich genauso wie ihr nicht dabei war. Aber wenn die Polizei schon Anlass genug sah, um Ermittlungen einzuleiten, dürfte es was Gröberes gewesen sein. Was sagt ihr eigentlich dazu? War das vielleicht alles nicht okay von der EBU und schuldet sie jetzt ihm oder dem niederländischen Partnersender vielleicht sogar Schadenersatz, weil die Niederländer vielleicht dann wohl auch eher nicht mehr mitgeschaut haben, weil es eh schon wurscht war? Oder wie seht ihr das? Was glaubt ihr aber der Hintergrund? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin jedenfalls gespannt, diese zu lesen, und lasst gerne auch ein Like und ein Abo da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Boris, das ist Just Profi und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.